Unter dem Titel Erfahrung trifft Aufsteiger lud auch heuer wieder die WKO Griskirchen zum beliebten Regio Talk ein, bei dem sowohl erfahrene Wirtschaftstreibende als auch junge UnternehmerInnen vor den Vorhang geholt wurden. Ja, man sieht ja auch heute die Begeisterung vom EPU bis zum Großunternehmer, 850 Mitarbeiter. Die WKO vertritt ja die Interessen aller Unternehmerinnen und Unternehmer. Und hier bringen wir sie auf der Bühne zusammen. Und speziell jetzt im Anschluss beim Netzwerken lernen sie sich kennen. Und man lernt immer voneinander, man lernt von den Besten. Vor allem in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind Netzwerkabende wie diese für die regionale Wirtschaft von großer Bedeutung. Das Netzwerk ist jetzt umso wichtiger als wie sonst. In den letzten 3 Jahren haben wir ein großes Hoch gehabt. Wir haben sehr gute Umsätze gehabt. Da war es vielleicht nicht ganz so wichtig, haben auch die Zeit nicht gehabt. Aber jetzt haben wir wieder Zeit und jetzt können wir uns den Netzwerken wieder mehr widmen. Essentiell, also vor allem für uns, die regional tätig sind, mit Filialen, mit einer Kundenbetreuung vor Ort, ist das regionale Netzwerken vor allem auch bei solchen Veranstaltungen sehr, sehr wichtig. Und es macht irrsinnig viel Spaß. Ja, Netzwerken ist in der heutigen Zeit noch dazu, ich glaube, der Grundstock allgemein. Es macht nicht nur Spaß, sondern man weiß auch immer, zu wem man gehen soll, wann man irgendwas lösen sollte. In mehreren Talkrunden wurden einige Firmen aus der Region vorgestellt. Dabei wurde wieder einmal mehr deutlich, wie vielfältig der Bezirk aufgestellt ist. Durch das, dass wir so viel international arbeiten, geht es oft unter in der Region, wie groß wir mittlerweile sind und was wir alles machen. Es ist natürlich super, wenn man sich dann mit Leuten austauschen kann, die da aus der Region sind und das Unternehmen präsentieren kann. Und gleichzeitig ist natürlich auch ein bisschen Employer Branding, weil auch wenn man jetzt bei euch reden darf und sagen kann, kommt zum Zauner bei uns, ist die Arbeit noch da, weil wir schauen auf unsere MitarbeiterInnen. Das ist natürlich super, dass es solche Abende gibt, das muss man ganz ehrlich sagen. Vor allem im Geschäftsalltag bleiben inspirierende Gespräche meist auf der Strecke. Abende wie der Regio Talk bieten den UnternehmerInnen eine willkommene Abwechslung. Sowas ist immer super, wenn man nicht im täglichen Stress ist. Man redet ganz anders, man nimmt sich Zeit zum Austausch, man lernt neue Leute kennen, man lernt Leute von anderen Seiten kennen. Man wird vielleicht auch ein bisschen anders wahrgenommen als in der Arbeitskluft und ich genieße das immer sehr, muss ich sagen. Und an Gesprächsstoff mangelte es definitiv nicht. Fernsehen verzögert Geschichten und das hilft natürlich fürs Netzwerken und hilft auch, dass man sich austauscht miteinander, weil man was gesehen hat. Und wir zahlen relativ viel in der Region, eigentlich sind wir bei den Highlights dabei und da kann man viel drüber reden. So auch wieder diesjährige Regio Talk, der für die Gäste in welcher Form auch immer gewinnbringend war.